Oh, das ist mal ein super Angebot mit dem Discord. Ja, also Discord ist auch, also für die, die es jetzt auf YouTube nachher nachverfolgen können, ist das eigentlich in der Videobeschreibung mit bei und hier, glaube ich, auf der Kanal-Infoseite. Ne, wer mal auf den Discord gucken möchte, ist noch nicht viel los, der ist relativ frisch. Na, also ich freue mich über jeden, der nochmal vorbeischaut und das Ding mit Leben füllt. Ne, und Nax Angebot ist natürlich super. Ob ich es natürlich am Samstag um 15 Uhr schaffe oder ab 15 Uhr, kann ich nicht versprechen. Der ist aber schnell gewesen mit seinen Fortifications, ne? Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Und jetzt brauchen wir doch theoretisch erstmal wieder ganz viele Mechanics. Haben wir ganz viele Mechanics? Ach so, ist zumindest noch in Arbeit. Ab und zu machen wir was. Also, wenn ich es um 15 Uhr schaffe, sehr gerne. Ich würde mir das gerne mit dir dann angucken. Wie gesagt, seit dem einen Stream, wo ich eine Stunde Progress verloren habe, nachdem ich den Therapist einmal was angefasst habe. Ich hatte halt nachher wieder hier übernimmt fürs Spiel und dann war das weg. Seitdem habe ich mich nicht mehr getraut, den Therapist beim Stream anzuschalten. Kleine, ja. Es ist halt doof, wenn man streamt und eine Stunde verliert. Ne? Dann wird man, das ist ja. So, ich muss die Chests bauen. Ne? Das fällt auch unter Container. Ne? Chest ist doch bestimmt Container. Muss in Dining Room. Ne? Genau da, Chest. Und dann machen wir hier oben noch eine Kiste hin. So, dann haben wir die Chests. Und dann wollte ich gerade sagen, habe ich mich für den Falschen entschieden? Nein, der Manager sitzt da unten. Genau, die beiden Kisten dahin. Und jetzt ist der Noble doch hoffentlich glücklich. Nein. Der Noble ist nicht glücklich, weil es kein Decent Dining Room ist. Was reicht dir denn jetzt nicht? Muss ich das jetzt hier übertreiben hier? Hier kommen, wir machen hieraus jetzt mal richtig Nobel. Komm, das machen wir aber für alle. Nee, für den da unten können wir es ja gar nicht. So, hier. Ah, anderes Teilset auch noch. Ich mag dieses. Es gibt so viele. Das ist. Ich hoffe ja, dass die Möglichkeit später, wenn das. Ist jetzt immer noch nicht. Nö, reicht den immer noch nicht. Ich hoffe ja nachher bei der Steam-Version. Wenn es dort um die Teilsets und so weiter, also um die Optik geht, dass man dort auch die Möglichkeit hat, zwischen verschiedenen zu wählen. Also dass, wenn man sich entscheiden sollte, nicht die Grafik, die dort aktuell in den Videos und Screenshots gezeigt wird, wenn man sagt, boah, nee, die will ich nicht. Ich will das ein bisschen rudimentärer haben, dass man die Möglichkeit hat, auch auf so eine Optik zu gehen. Also ich brauche den ASCII-Code nicht. Mit ASCII kann ich nicht spielen. Da bin ich ganz ehrlich. Das ist mir too much von zu simpel. Ne? Also als erste Mal, wo ich Dwarf Fortress gespielt habe, hatte ich mal den ASCII-Code drinne, habe nichts verstanden und deswegen ausgemacht, Teilset runtergeladen und alles war gut. Anders geht das nicht. Aber ich finde, das, was die auf Steam vorhaben, sieht zu. Ist wieder zu detailliert vom Bild her. Ich weiß nicht, ob ich mich damit anfreunden kann. Steam kauft man wegen neuen Teilset von Meth und neuer Musik. Ja gut, und man kauft es als Anfänger dann überhaupt mal, wenn man keinen Bock hat, sich die ganzen Tastenkürtel zu merken, ne? Theoretisch kannst du hier einen Link senden. Warum bin ich denn immer noch nicht zufrieden? Decent Dining Room.
Also ich bin total glücklich, aber mit meinem Dining Room, ich Vollidiot. Ja, ich habe ein Studierzimmer. Ich habe noch kein Dining Room. Jetzt habe ich einen total überzogenen Dining Room, weil ich es übertreiben musste. Ich hatte doch gar kein Dining Room zugewiesen. Nee, man kann hier doch keinen Link senden. Ach, das macht ja. Ach, ja, der eine Bot wird es rausfiltern, ne? Ich kann das jetzt leider auch irgendwie nebenbei nicht freigeben. Ich weiß nicht, wo ich mich dafür hinklicken muss. Also wenn ich bedenke, wie viele Leute nachher RimWorld und so weiter gespielt haben in meinem Bekanntenkreis, sich aber an Dwarf Fortress nie versuchen wollten. Ich gehe davon aus, dass einige davon es sich dann doch anschauen werden, weil es einfach nochmal ein Unterschied ist. Man hat nochmal eine höherwertigere Grafik, nicht nur die eine Melodie im Hintergrund. So wie ich das bis jetzt mitbekommen habe, kommt da, glaube ich, soundmäßig ein bisschen mehr. Bin ich sicher, ob es neben Musik auch noch weiteren Ingame-Sound gibt, weiß ich nicht. Und wie gesagt, allein die Maussteuerung nachher, ne? Ich weiß, dass jetzt DFHack bietet auch eine gewisse Maussteuerung mit an, wo man jetzt sagen muss, ja, schön und gut, könnte man nutzen, will nur keiner, der Dwarf Fortress spielt. Ne? Man lebt für die Tasten. Aber viele Anfänger werden das abfeiern. Einfach zu sagen, jo, ich kann das jetzt auch mit Maus und Tastatur spielen. Und nicht nur mit Tastatur. Naja gut, die One-Click-Installation hast du auch aktuell. Das Lazy Nupack ist ja einmal ausgepackt und theoretisch läuft es dann. Naja, das startet ja, glaube ich, automatisch. Oh, das Werbies hat sich gerade wieder verwandelt. Jetzt habe ich auf alle Fälle auch die Antwort, es bricht nicht aus dem Käfig aus, nachdem es sich verwandelt hat. Das Tetrahydrid ist schon wieder weg, ne? So, jetzt muss ich einmal kurz meinen. Sieht das auch unter Stone Tetrahydrid? Nee, warte, also, ach, das ist die Info nur über. Aha. Zeigt mir das, was da rauskommt? Nee. Wenn ich jetzt hier. Oh, das muss ich einmal kurz mal gucken. ST Tetrahydrid. Ore of Silver, Ore of Copper. Da kommt aus Tetrahydrid kommt auch Eisen. Oder bin ich jetzt verwirrt? Habe ich die ganze Zeit das falsch gemacht? Hämatit ist Eisen, Tetrahydrid ist Eisen oder nicht? Da steht jetzt aber Silber und Kupfer. Habe ich die ganze Zeit das Falsche hergestellt? Ach Mensch, ich habe mich die ganze Zeit über Tetrahydrid gefreut. Jetzt liest sich das gerade so, als stimmt das gar nicht. The Bars. Okay. Ich habe mich anscheinend geirrt. Verdammt. Ich dachte immer, Tetrahydrid sei mit Eisen. Hämatit ist Eisen. Das kann ich ja hier. Jetzt sehe ich das ja. Also Hämatit ist Eisen, das ist klar. Wo kriege ich noch Eisen her? Genau, Lignit ist auch mit für Kohle. Limonit ist Eisen. Schitte. Und Magnetit. Habe ich eins davon? Magnetit und Limonit. Nee. Könnte das nicht einfach Hämatit, 3 Stück. Yay! Ach Mensch. Ist hier Hämatit noch in der Auswahl? Nein.
So, mach mal 10, falls wir noch welche was wiederfinden. So kriege ich ja nie das Eisen zusammen, wenn ich nach, auch noch das, wenn ich das Falsche noch verarbeiten ist. Ach, wir haben ein, oh, ein Mädchen. Also, wir suchen also nicht Tetrahydrit, das war die ganze Zeit falsch. Umsonst in die Richtung gegraben. Wir suchen Hämatit und solche Späße. Was ist hier an der Wand? Ist irgendein Edelstein, ne? Jo. Ach, Mensch. Didi. So, mach mal hier unser, das ist unsere Mining-Ecke. Mach mal einen langen Tunnel. Guck mal, ob er da am Ende irgendwo mal was findet, das Eisen ist. So, die Schweine vermehren sich auch nicht, ne? Ihr pflanzt auch gerade nichts. Keine Dimple-Cup-Seeds, keine Plump-Helmet-Seeds und nichts mehr zu trinken. Soll ich euch erlauben, die Plump-Helmets zu verbrauen? Wir haben so viele, ne? Ich erlaube euch mal das Brauen. Aber dann werden da ja keine Samen draus. So, wir bauen jetzt erstmal den Käfig hier auf. Ach so, kein Platz. Ich komme nicht dran da, um den Käfig zu bauen. Okay. Warum eigentlich nicht? A. Ach so, hab dich noch nicht verbunden, ne? AF. Bitte einmal das richtige Flat. Nein, nicht das Floodgate. Auch nicht das Floodgate. Genau, das bitte. Und dann einmal bitte ziehen. Und dann haben wir das auch. So, ihr da unten findet Zirkon. Ihr sollt Eisen finden. Alles andere ist mir egal. Irgendjemand ist irgendwo Chef geworden. Okay, ist in Ordnung. Viel Spaß dabei, kannst du gerne sein. So, ist noch irgendwas anderes jetzt im Hintergrund passiert? Nein. So, unser Nekromancer ist immer noch da. Der Lord ist da. Die kommen, sind wahrscheinlich alle zusammengekommen, oder? Ist ja nicht schlimm. Ihr könnt ja gerne da sein. Nekromancer immer willkommen, solange sie nicht die Angreifer sind. Ich möchte ja selber welche haben. So ist es ja nicht. So, hier sind wieder braune Klumpen. Tetrahydrit. Also, keine Hoffnung machen. Tetrahydrit ist doof. So, hier sind auch braune Klumpen. Spalerit. Jetzt gehe ich erstmal immer die Stones durch und gehe gucken, was das ist. Spalerit. Zink. Hilft mir auch nicht. Jetzt mache ich hier auch mal einen langen Gang. Wir haben ja hier was in der Art gefunden. Es gibt also in diesem Biom eindeutig das, was ich suche. Man muss es nur finden. Oder ich packe euch alle in Kupfersachen. Das sage ich, mache Kupfershirts. Wie viel Kupfer haben wir denn jetzt schon? Was? Kupfer. 234. Okay, ist mir egal. UMQ. Ne, warte mal. So, wir machen uns das jetzt einfach. Wir werden jetzt die Iron Mail Shirts und so weiter. Ich schmeiß die raus. So, Eisensachen erstmal raus. Dann das bisschen Eisen, was wir haben, können Sie dann für die Anvils nutzen. Iron Mace. Kann wir auch nicht viel. Wir können uns das alles gerade nicht leisten. So, also alles, was mit Eisen ist, ist jetzt wieder raus. Abgesehen von dem einen Anvil, den wir gerne noch hatten. Okay. Kriegen wir hin. Und dann machen wir jetzt einfach Copper. So, Copper Breastplate brauchen wir ja 15. Ne, 14. 2x7. So, machen wir so. Haben wir die Brustplatte. Machen wir. Und dann noch einmal
So, Brustplatte. Cap? Nee, nicht Cap. Helmet ist das doch. So, Kupferhelm, 14. Kupfer-Mail-Shirt, 14. Müssen wir gleich ganz viel Kupfer herstellen. Kupfer-Gauntlet. Wo ich immer noch nicht weiß, ob es jetzt für links und rechts einzeln gezählt wird. Müssen wir nachgucken, wenn die alle nur einen Handschuh tragen, dann hat es nicht gereicht. High Boots. Dasselbe auch hier, weil theoretisch brauchen wir ja zwei Schuhe. Okay, wir haben Brustplatte, Mail-Shirt für den Oberkörper. Wir haben den Helm, das andere ist ja Leder, Gauntlet und High Boots. Alles andere sind Lederklamotten, also die Mittens, Coat, das andere nicht Helm, sondern Caps, glaube ich, nochmal drüber. Genauso wie High Boots nachher noch die Socken für die Füße. Alles gut. Das weiß niemand. Das ist gut. Dann bin ich nicht der Einzige, der nicht weiß, ob ich da jetzt zwei Sachen mit herstelle oder eine. Gut, was wir jetzt noch brauchen, ist Waffe. So, Waffen aus Kupfer sind natürlich, kann ich nicht, Silver Mace? Silver Mace. So, wir haben Silber. Notfalls schmelzen wir noch mehr Silber. Nur mal gucken, wie viel Silber wir haben. Wir werden nicht genug Silber. 51. Okay, machen wir einfach noch UMQ. Wenn ich jetzt Silber? Nee. Ich muss ja gucken, ob ich überhaupt das Erz dafür habe. Wo kommt hier überall Silber raus? Also ich glaube nicht, nee, ich könnte auch bei Stocks gucken, ob bei Stone Silber dabei ist. Aber ich glaube, wir haben nur Gold, ne? Genau, Silber direkt haben wir nicht. Das heißt, wer von euch hat Silber mit dem Angebot? Ich finde es total cool, dass ich darüber gestolpert bin. Ist Hammer besser? Ich dachte, Mace ist besser als Hammer. Also, ich habe irgendwo mal gelesen, das ist aber auch schon Jahre her, das kann sich ja in den letzten Versionsupdates irgendwann geändert haben, dass Maces besser sind als Hammer. Also ich ändere das gern auch nochmal um. Horn Silver haben wir ja nicht. So, haben wir hier irgendwo eins, das noch ein Silber bringt?